Mal gucken, ja, ob die das gern mag, wenn man der so einen vor die Brutze brutzelt. Mal, ob wir treffen. Oh, sie mag es nicht so gerne. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Grounded mit dem Raki. Ja, Freunde, es ist ein bisschen Zeit vergangen und ich sitze hier wieder am Computer mit Grounded und einer Tasse Kaffee. Genau, einmal geschlürft. So, mit einer Tasse Kaffee, ja, und hab wieder große Lust, hier ein bisschen weiterzubauen. Das hat ein bisschen gedauert. Ich musste einige Dinge noch in Ordnung bringen und auch hatte so viel zu tun, deswegen habe ich es auch einfach nicht geschafft. Das kommt auch schon mal vor. Und natürlich, ja, irgendwie hat es mich auch natürlich nicht so vorangetrieben, weil es auch jetzt andere, ja, auch viele andere tolle Spiele gibt, die man sich angucken könnte, ne? Ich denke jetzt nur mal an ja, Smalland. Smalland ist neu. Ja, dann Hogwarts Legacy, das ist ja auch noch neu und das spiele ich auch so ein bisschen noch. Mal gucken, ob es ein richtig großes Let's Play wird. Wer schnarcht der? Oh, guck mal da. Die ist aber hässlich, ne? Hässlich ist sie ja. So eine hässliche. Ach, bist du hässlich. Ich weiß gar nicht, ob die das gern hat, wenn man der so ein... mal gucken, ja, ob die das gern mag, wenn man der so einen vor die Brutze brutzelt. Mal, ob wir treffen. Oh, sie mag es nicht so gerne. Upsi. Hallo. Oh, regst dich auf, was? Infort mit dir, Spinnentier. Vor allen Dingen, du kannst nicht vorbei. Ja. Ui, das war's wohl. Oh, und ist was kaputt gegangen, sehe ich gerade. Haya, Popeye, das ist ja was. Oh ja, hier habe ich einiges zerstört. Das wollte ich natürlich nicht. Da muss ich dann doch nochmal gucken. Wollte ich jetzt natürlich eigentlich auch hier bauen, wollte ich jetzt nicht. Ne? Warte mal, irgendwas stimmt mit dem Mikro nicht. Hallo Mikro, bist du noch da? So, du musst jetzt aber mal ein bisschen. Warte mal. So. So, so, so ist besser, ne? So höre ich mich auch selber besser. So, hallo Mikro, da bist du ja wieder. Jetzt lass mal gucken. Ich wollte ja hier so eine kleine Stängelwand, ist doof. Am besten so eine Palisade. Ich weiß jetzt noch nicht genau, wo die ist. Da. Ja, die müssen wir schon zumachen hier, ne? Die dockt da gar nicht an, ne? Schon komisch. Ist ja auch ein Tor. Das ist auch ein Tor, ne? Sehe ich gerade. Das war keine Palisade, aber ist egal. Dann machen wir hier. Ach, das ist auch ein Tor. Aki, du alte Pflaume, ne? Das ist ein Tor gemacht. Aber ist gut, ist kein Problem. Ist nur schon ziemlich kaputt. Dann machen wir hier mal ein bisschen zu. Und reparieren mal schön alles hier. Upsi. Ach, das vom ganzen vom Anfang noch, ne? So, das haben wir fertig. Da fehlt noch was. Ups. Wenn noch alles runterfällt, ne? Noch drei. Lalalala. Ach, dann holen wir uns einfach mal noch ein paar Stängel und reparieren das Türchen einfach mal. Aber hier habe ich schon alles abgeschlagen. Schade. Aber hier liegt noch was rum. Das ist gut. Dann schnappe ich mir das mal. Oh ja, sind da sogar einige. Fünf Stück, ja, müsste ja reichen, ne? Lolli, das müsste reichen. Tja.
könnt mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ne? Ob ihr das neue Spiel hier, dieses, so, das ist schön. Jetzt kommt man hier raus, ne? Ja, das reicht ja. So, und da wieder rein. Wunderbar. Ob er dieses neue Spiel auch spielt oder nicht. Ach, guck mal, hier liegt auch noch so ein Seil. Kann ich direkt wieder verbauen. Und das auch. Und da hinten ist auch noch was. Ja, der sammelt die dann immer, ne? Hallo, ist hier noch jemand? Hallo? Oh, jetzt sind Pilze. Giftige Pilze. Explosionspilze. Explosive Pilze. Kabums. Und die Dinger. Kann man ja auch ernten und alles. Und da kann man ja auch irgendwie so ganz besondere... Uiuiui. Da kommt man gar nicht richtig dran, ne? Hässlich ist er. So. Kann man ja wohl auch so ein super Teil finden, aber habe ich bis jetzt noch nicht. Irgendwie, ne? Hier so ein besonderes Teil. Ein besonderes Teil. Aber das, wie gesagt, habe ich noch nicht gefunden. Ja, macht ja auch nichts. So, hier geht's wieder raus. Wunderbar. Ja. Wo muss ich denn jetzt hin? Jetzt muss ich mal gucken. Ich muss mal gucken, was wir hinten noch brauchen. Ich denke mal natürlich auch auf jeden Fall Stängel. Deswegen laufe ich mal hier rum. Da hinten war ja so ein dicker Stängel. Ja, oder mehrere Stängel, ne? Dann sammeln wir schon mal ein paar. Und hauen den um. Ich könnte natürlich auch mal, wenn ich jetzt schlau bin, ne? Grashacke anmachen. Wo ist er denn? Hier. Und da machen wir den Lungen. Ah ne, da habe ich ja mehr Energie. Hier, den können wir ausschalten, ne? Den brauche ich jetzt nicht. Schon umgefallen. Zack, drei Schläge, weg damit. Ja, es ist auch ein bisschen leichter geworden natürlich, ne? Weil man jetzt immer alle Materialien zurückbekommt oder so, wenn man irgendwas abreißt. Hat natürlich auch Vorteile. So, ich könnte ja auch oben mal gleich, wenn ich jetzt, ach, guck mal, hier liegt auch noch was, da kann ich jetzt erstmal alles einsammeln gehen. Mal eben gucken, ob die Aufnahme läuft. Ja, die läuft wohl, ne? Aufnahme läuft, sehr gut, sehr gut. Dann haben wir ja wieder soweit alles im Griff, ne? So, jetzt bauen wir hier unser schönes Häuschen zu Ende. Guck mal, hier habe ich auch ein bisschen was gefunden. So, wo ist denn? Ah, hier ist meine Platte. Dann nehme ich die mal mit. Umstellen, ne? Jo, die nehmen wir mit. Dann habe ich auch so eine kleine Möglichkeit hier. Stellen wir die mal hier hin. Oder? Ach, hier ist gut. Man muss die ja nur noch in die Nähe stellen, wenn man baut. Da muss man gar nicht mehr alles schleppen. Das vergesse ich jetzt auch immer. Also jetzt diesmal nicht. Aber ich werde dann denken, ne? Hier ist noch was. So, du kleiner Pups hier. Dann nehme ich dich wieder gleich mit. Und ich stelle dich mal hier. Mal eben schauen, hier haben wir alles, ne? Ja, das erreicht. Was heißt erreicht? Alles gesammelt. So, umstellen. Ich nehme den mit. Reicht ja jetzt erstmal. Und ich glaube, dann braucht man noch ein bisschen noch ein paar Platten. Hier ist auch wieder so ein bisschen abgeholzt, aber ist egal. Platten braucht man noch. Natürlich jetzt einfach den hier auch draufstellen, wenn ich ihn Platz hätte hier. So. Hol ich hier noch welche, ne? Ich meine, die sind ja noch welche da. Sonst spawnen die auch nicht. Ups, sonst spawnen die auch nicht so schnell nach, ne? Dann machen wir das auch so. Kann ich eigentlich auch abpacken? Ja. So. Jetzt haben wir eine ganze Menge.
drehe ich ein bisschen, glaube ich. So, stört ja nicht, aber dann kann man auf jeden Fall gut bauen. Und das lege ich auch hier hin. Können wir dann zum Bauen nehmen. Ne? So, jetzt nehmen wir noch ein paar Stängel. Oh, trinken und essen könnte ich auch mal eben. Stelle ich das mal so lange hier ab. Also trinken und essen. Wie sieht es mit Essen aus? Ich glaube, ich habe hier keinen Kühlschrank, ne? Aber ich habe hier noch was mit. Dann ziehen wir uns das mal rein. Das hält auch noch ein bisschen. Okay, das geht noch. Wie spät ist denn? 18.56 Uhr. Ja, da müssen wir noch nicht schlafen. Kann ich mir hier was braten? Nö. Ich muss mal gucken, habe ich denn hier so ein paar Stängel mit? Drin irgendwo? Auch nicht. Naja, dann müssen wir die beim nächsten Mal besorgen. So. Jetzt gucke ich mal. Da hinten ist Platz. Oh, sehr schön. So eine hübsche, ne? Ja, finde ich sehr schön, dass sie auch hier... langfliegen, machen auch immer so Krach, ne, so oder tröten so ein bisschen, so tröten ist das irgendwie. Nicht süß, ne? Warte mal, ich könnte vielleicht mal... So, die Markierung ausschalten, habe ich vergessen, ne? Ihr verzeiht mir das. Das ist immer so ein bisschen nervig, ne? Habe ich aber gerade erst wieder gesehen. Und dann hat man die immer im Blick und man braucht die ja auch eigentlich nicht immer. Deswegen. Deswegen machen wir das so, würde ich sagen. So, noch ein paar letzte Plättchen. Die Ameise beobachtet mich. Ich glaube, dann gehe ich auch erstmal schlafen. Wird mir leicht ein bisschen zu dunkel. Jo, den nehmen wir mit. Na, wie gesagt, Smallland reizt mich auch, ne? Ist jetzt wieder ganz neu. Könnte man sich auch überlegen, ob man das mal anguckt oder sowas. Aber dann jetzt nicht kein ganzes Let's Play oder sowas. Dann würde ich auch erstmal nur damit anfangen. Oder nur mal angucken. Nur mal antesten sozusagen. Das finde ich okay. So. Okay. So. Ja, schlafen, ne? Oder? Gehen wir hier schlafen unten. Wie spät ist das denn? 20 Uhr. Ja, müsste eigentlich gehen. Gucken wir mal. Bis zum Morgen. Ja. Bis zum Morgen ist gut. Schlückchen Kaffee. So, guten Morgen, liebe Sorgen. Da seid ihr ja wieder. Einen wunderschönen guten Morgen. So. Sehr schön, dann können wir jetzt hier weiterbauen, ne? Zack. Es liegt ja hinten alles, dann brauche ich nicht viel machen. Total praktisch, ne? Da kann man echt viel schneller bauen. Jetzt muss ich mal gucken. Ja, ist noch ein bisschen was da, ne? Okay, wie machen wir denn weiter, ne? Wie machen wir denn weiter? Jetzt wird es ja lustig. Achso, den muss ich noch. So, und da muss ich mal eben hier raufhüpfen. Mal so rauf. Hüpfen vielleicht. So, mal gucken, was wir hier machen, ne? Wir wollten ja also mindestens zwei sozusagen Etagen machen. Herstellen. Da gucken wir mal, ob wir hier noch... Ich würde die ja nehmen, das reicht aus. Oder einfach, ja, die reicht ja aus. Ich würde auf dieser Höhe bleiben wollen. Jetzt schauen wir auch gleich mal nach so einem Dach. Würde ich auch so ein Kleedach nehmen wieder. Drehen wir mal rum. Laufen wir vorsichtig hier rum. Kleeblatt. Sehr schön. Ja, so, ne?
Sieht gut aus. Und da oben machen wir dann so eine Platte hin. Flaches Kleeblatt. Ja, sieht super aus, oder? Da kann man dann vielleicht auch drauf rumlaufen oder so. Haben wir hier so ein bisschen so eine, ja, so eine Galerie, ne? Gut, das bauen wir jetzt gleich wieder. Das müsste gehen, das auch. Wie viel habe ich denn noch? Ja, Platten sind wieder alle. Dann werde ich jetzt erstmal wieder Platten holen. Hier machen wir so eine Rundung wieder drauf. Runder Bogen, Runde mit stabilem Fenster, bla bla bla. So. Gut, da fehlen jetzt Platten. Also werden wir wieder Platten holen müssen. Das mache ich mal. So, ja, so kleine Pause dazwischen. Merkt ihr gar nicht, ne? Okay, ja, ach so, hier. Blättchen. Blättchen umschlagen. So. So erstaunlich, habe ich schon wieder alles weggebolzt. Okay. Nice and clean. Hallo Ameise. Kleine Ameisenattacke. Upsi. Hatte ich die so ein bisschen falsch abgelegt, habe ich gerade gemerkt, ne? Also sozusagen nicht einsortiert, sondern einfach oben drauf gelegt. Das kann auch passieren. So, jetzt bin ich... Oh, ein Marienkäfer höre ich da. Da bist du. Ja, hier ist noch ein bisschen Klee, ne? Ich habe mir gerade überlegt, noch ein bisschen Klee mitzunehmen. Den brauche ich ja für die Dächer. Nehme ich den auch gleich mit, ne? Der wächst ja wieder nach. Und lieber gleich mitnehmen, dann brauche ich nachher nicht nochmal laufen. So, jetzt habe ich schon mal ein bisschen Klee gesammelt. Brauche wahrscheinlich noch viel mehr, ist ja immer so. So, Inventar ist voll. Hier die Platte ist auch, das Ding ist auch. Oh, Hunger habe ich. Oh, ja, dann essen wir erstmal was, ne? Ganz gemütlich erstmal essen, ein Schlückchen trinken. Und dann geht's weiter. Tragen wir das Ding erstmal hier hoch. So. Die restlichen legen wir hier hin. Jetzt trinke ich mal ein Schlückchen. Und Essen habe ich noch im Inventar. Und gerade habe ich überlegt, ich müsste mir einen Kühlschrank hier hinstellen, ne? Das wäre, glaube ich, ganz gut.
was kostet denn ein Kühlschrank? Habe ich denn Möglichkeit, einen Kühlschrank zu bauen? Warte mal, ist nur die Küche. Hier, gucken wir mal hier, gucken wir mal. Ich glaube, der war ganz unten. Das war ja so ganz am Schluss. Aus dir Haus, nee, war ja gar nicht. Spatenausstörer, Stößer, Stoßer. Wo ist der denn? Frische Lager, da. Heißt gar nicht Kühlschrank. Aber frische Lager wäre gut. Was brauchen wir denn dafür? Oh, Minzstück, schwarze Ameisenbrocken habe ich alles nicht hier. Den baue ich auch, hole ich aber noch, ne? So, bauen wir mal ein bisschen weiter noch. Und dann gehen wir mal zurück zum Hauptlager nachher. Dann holen wir den Rest. So, das habe ich auch. Jetzt geht es um die, ja, um die Wurst. Jetzt geht es hier um die Ecke. Das finde ich auch spannend, weil da kann man wieder kreativ sein, ne? Hier so kann ich auch mal gleich bauen. Echt ein schöneres Bauen mit dem neuen Prinzip quasi. Da brauche ich noch zwei Platten. Die legen wir, ja, müsste man eigentlich hier so bauen. Kann ich auch so machen, ne? Vielleicht. Ja. So, lass mal gucken. Und dann brauche ich einen großen. Und dann ist eben die Frage, wie gehen wir da mega dick um die Ecke rum oder nur so? Nur so vielleicht? Oder machen wir hier eine Rundung hin? Ich glaube, da machen wir eine Rundung hin, ne? Das würde ich vorschlagen. Gebogener Dingsbums. So, ne? So würde ich vorschlagen. Ja, schauen wir mal. Also, dann brauchen wir natürlich auch dieses wieder. Habe ich jetzt falsch gebaut, oder? Nee, ne? Das ist okay. Dann brauche ich... Achso, dann kann ich den Boden ja auch fertig machen. Ah, da habe ich wieder keine. Wahnsinn, wie schnell die weggehen. Dann brauchen wir wieder einen gebogenen... Eine gebogene Wand mit Fenster. Sehr schön. Ah, kann ich auch wieder nicht fertig machen. Und natürlich auch... Natürlich auch das hier wieder. Ups. So, ne? Ja, hier brauche ich wieder Platten, ne? Das ist Wahnsinn, wie schnell man die verwurzelt. Stabile Wand mit Fenster. Lass mal mit dem stabilen, glaube ich. Brauche ich weniger, ne? So, Platten wieder. Und Stängel natürlich dann auch. Und dann müssen wir das Dach bauen. Das könnten wir jetzt vielleicht noch machen. Ja. Oder sollte ich hier tatsächlich so eine, warte mal, so eine zweite Ebene einführen? Mal gucken. Lass mich mal überlegen. Geht das überhaupt? Nee, geht gar nicht, ne? Geht gar nicht. Habe ich jetzt so gedacht, ne? Man höchstens hier so ein bisschen bauen. Aber ich glaube, das lasse ich mal. Gehen wir mal raus. Bauen wir noch eben das Dach. So, das haben wir. Und da muss ich mal gucken, ob ich hier vielleicht einfach drauf springen kann. Ja, kann ich. Super. Hat ja super geklappt. Nee, hat nicht geklappt. Ich gehe nochmal eben zurück. Die könnte ich eigentlich auch mal fertig machen. Okay, wie machen wir das denn? Ach, warte mal, ich habe ja noch Platten. So Quatsch, ne? Die lagen hier lose. Die müssen wir nur verwuseln. Also, oder wir lagern die einfach ein. Das geht natürlich auch. Die und die Stängelchen auch, ne? Ups. So, dann kann ich hier doch ein bisschen weiter bauen. Warte mal. Ja, siehst du? Zack. Und schon sieht es wieder besser aus. Nee, das war dumm. Das war doof.
Oh, hier liegen auch noch Stängel ohne Änderung. Oh, und alles Mögliche. Das ist super. Ist ja mega super. Wo gibt's denn Gras? Gras. Ja, Gras ist gerade ein bisschen aus. Dann bauen wir eben an dem Dach weiter, so lange. Ist nur die Frage, wie wir da am besten drankommen. Ich kann ja hier auch eine Leiter hinbauen. Warte mal. Machen wir hier eine Leiter. Komme ich da so dran, vielleicht mit Springen. Hier auf die Ecke springen. Ups, das habe ich aus Versehen. Warte mal, komme ich da so dran? Oh, es geht ja. Ja, geht ja auch, ne? Super. Ja, haben wir das Dach fertig. Boah, super. Und dann haben wir hier so ein rundes Dach. Das ist auch wieder ein bisschen herausfordernd, weil kann man nicht so einfach machen. Jetzt brauche ich so ein rundes Stück. Ich glaube, sowas könnte ich mir vorstellen. Ich meine, das passt genau. Ja, super. Oh ja, das gefällt mir gut. Oh ja. Oh, das sieht gut aus. Jetzt gucken wir mal von der anderen Seite. Jetzt kann ich ja hier auf mein Blättchen und von hier oben gucken. Oh ja, das sieht gut aus, oder? Haben wir gut gemacht. Ja, das ist schön. Also, da wollte ich hier noch so ein bisschen sammeln und so, aber erstmal schauen wir uns das nochmal an. Ja, finde ich ganz schön. Und dann möchte ich ja da hinten so um die Ecke. Und dann haben wir ja da oben auch noch was, ne? Da oben haben wir ja auch noch so einen Rundbau gemacht. Der aber nicht so schön ist, den müssen wir noch schön machen. Naja, und hier natürlich auch noch, ne? So richtig, richtig schön soll es werden. Ja, okay, also dann können wir vielleicht noch was anzeichnen. Ich muss mal gucken, hier ist auch so ein Stab, ne? Den habe ich vorher auch nie gesehen. Habe ich meinen Hammer dabei? Na klar, dann nehmen wir die auch gleich mit hier, die Nuss. Ui, die ist direkt beim ersten Mal weg. Sehr gut. Naja, so das Werkzeug, wenn man das so gepimpt hat, ne? Das ist dann schon viel stärker, muss man sagen, ne? Leider ist das Gras so ein bisschen weit weg. Also, das heißt weit, aber schon ein bisschen weg, ne? So, lass mal gucken. Da müssen wir rum. Ja, dann gucken wir mal. Ja, also erstmal wieder hier rauf. Hier rauf und da rauf und hier rein. Wow! Kabums. Ach, guck mal, hier ist alles vom Moos. Das habe ich auch noch nie gesehen. Das ist eine andere Textur. Da habe ich wirklich noch nie darauf geachtet. Oder ich habe es nicht gesehen. Oder ich, ja. Oder es war nicht da. Jetzt gucken wir mal, ob Wolfi hier pennt, ne? Achso, guck mal. Das kann man nämlich hier ein bisschen. Habe ich ja eben eine Nuss genusst, ne? Na, Wolfi, bist du hier? Nö. Bist du nicht. Okay. Man braucht relativ viele davon, ne? Das ist ein bisschen nervig. Also, viele Nüsse, meine ich. Alle nehmen. Alle nehmen. So, das haben wir. Jetzt wollen wir hier anzeichnen, ne? Oder hier können wir die noch weiter bauen. Nee, können wir nicht. Und das auch nicht. Ah ja, gut. Anzeichnen ist nicht so. Ach so, übrigens finde ich die schrecklich hier. Das muss weg. Ja, muss weg. Na, ist jetzt runtergefallen, ne? Das gefällt mir doch nicht, ne? Ich habe gedacht, das kann ich so machen, aber im Nachhinein habe ich dann gedacht, was soll der Geiz? Das sieht nicht aus. Wir machen es schön. Oh, ich sehe gerade. Das ist auch falsch. Oh nein, warte mal. Ja, falsch nicht, aber falsch gedreht. Kann so nicht bleiben. Verbums, jetzt fällt alles runter. Dann hole ich die erstmal. Ganz schön weit runter, ne? Ist hier noch was hingefallen? Ja, wenn das dann so ein bisschen schief ist, ne, dann fällt es einem auch schon nicht mehr. Ach, bin ich auch eingefallen. Na gut. Aber der Rabe, der macht voll den Krach, ne? Okay, Freunde. Ich habe gerade noch was gesehen, was wir auch noch machen können. Also, das muss auf jeden Fall schön werden. Und das auch. Und hier die Lücke. Oh nein, die ist ja auch schief.
oje, oje, Raki, das ist doof. Fällt schon wieder runter. Na gut, ja, das, nee, das geht so nicht. Das müssen wir tatsächlich auch so machen wie die. Dann hole ich die halt auch noch. Boom. In fort mit dir, Bäumchen. Booms. So, die nehmen wir auch alle mit. Wenn wir einmal hier sind, wird alles weggebolzt. Alles weggepustet. Vielleicht kann ich mir auch noch so eine andere Ameisenrüstung basteln. Also die andere mitnehmen, weil die habe ich auch irgendwo. Dann brauche ich gar nicht basteln, brauche ich nur mitnehmen. So, was haben wir denn hier noch? Da, ja, nützt nichts. Die sortiere ich jetzt hier wieder ein. Da kann ich leider nichts bauen, ne? Weil das noch nicht fertig gebaut ist. Dann lässt er mich ja nicht zu Ende bauen. Okay. Ja, Freunde. Ich werde jetzt mal gucken. Da hinten ist wahrscheinlich jetzt... ich kann ja hier mal raufgehen. Hier ist auch so ein witziger Stuhl, ne? So. Ja, da hinten könnt ihr sehen, ne? Da ist im Moment so viel Gras, ne? Da habe ich alles weggehauen. Da ist natürlich eine ganze Menge da, aber da sind die Wege weiter und so. Da muss man ein bisschen sammeln. Und ich wollte jetzt auch nicht immer offline sammeln, sondern mit euch zusammen. Hier ist übrigens eine schöne Ecke, ne? Könnte man sich auch einen schönen Sonnenschirm hinstellen, ne? Sonnenschirm fehlt übrigens auch noch, finde ich. Und dann auch, ja, das Stühlchen hier. Vielleicht ganz süß, ne? Auf diesen Dächern habe ich damals so gemacht. Hat mir ganz gut gefallen, ne? Irgendwie ist das ganz süß. Ja. Ach so, und was ich eben noch gesehen habe, bevor wir jetzt die Folge schließen, sozusagen. Hier, das war noch nicht fertig, ne? Und die Stützen. Zack, jetzt haben wir es fertig. Boah, mega, ne? Jetzt haben wir das alles fertig. Machen wir nochmal von unten. Ja, die ganzen Stützen sind drauf. Und da könnte man eigentlich hier noch eine machen. Dann ist es wirklich alles auch richtig irgendwie. Obwohl es natürlich, naja, sind ja nur so, wie soll ich sagen, Kosmetikstützen, ne? Weil richtig, einen richtigen Sinn machen die ja eigentlich nicht. Aber schön sind sie schon. Also wenn es dann so einheitlich ist, ne? Hier da noch hin. Und ich glaube, ja, da braucht man, ja, könnte man eigentlich auch noch einen hinmachen, ne? So, dann haben wir es jetzt wirklich einheitlich. Jetzt lass mal gucken, wenn das gefällt. Da oben wieder so eine Biene, die in mein Häuschen fliegt. Ja, ne? Ja, haben wir Stützen drunter gemacht. Da jetzt nicht. Aber die kommen natürlich dann auch noch dahin. Da geht irgendwie nicht. Warum, weiß ich nicht. Nee, das sieht blöd aus. Oder mache ich das? Warte mal. Wie mache ich das denn hier am besten? Oder doch so? Ja, vielleicht mache ich es doch so. So, sieht da ein bisschen echt aus, ne? Den nicht. So musste sein. Ja, und den glaube ich auch nicht. Es geht noch mehr in die Ecke. Da. So, den bauen wir. Den bauen wir, wenn wir wieder mehr Stängel haben. Da liegt noch irgendwas, eine Platte rum, habe ich nicht gesehen. Hier sind noch Stängel, die nehme ich noch mit. Ja, Freunde, und dann darf ich schon mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Wir haben viel gebaut, das werden wir jetzt auch eine Zeit lang machen. Ich baue jetzt erstmal weiter. Denn das ist ja das, was einem so richtig Spaß macht, nicht wahr? Und ja, den Rest machen wir dann wieder in der nächsten Folge. Da geht es auch genau an der Stelle weiter. Ich werde mich jetzt erstmal hier am Baumhaus so ein bisschen aufhalten. Da haben wir ja noch eine Menge Arbeit vor uns, ne? Denn wir müssen ja ganz rum, ne? Wir müssen ganz rum. Ich zeige es euch nochmal, was ich vorhab. Gucken, vielleicht kann ich hier rüberspringen, dann hier rauflaufen, wenn es geht. Ja, geht. Also ich habe vor, ne, da muss man rum und vielleicht eine Verbindung nach oben schaffen, noch irgendwie so eine Leiter. Aber wenn wir natürlich hier rum wollen, haben wir noch eine Menge zu tun, ne. Das ist nicht so ganz leicht,
mal eben so geschafft, ne? Kann man vielleicht von hier aus sehen. So. Da geht's rum und dann auf der anderen Seite, da haben wir ja schon wieder den nächsten Bau, da können wir auch mal eben gucken gehen. Da ist ja hier dieser Bau. Der ist auch nicht schön. Den müssen wir dann einmal schön machen. Vielleicht können wir den ja sogar dann da anschließen. Wer weiß. Und hier diese Platten, die gefallen mir eigentlich auch nicht so. Na, hier diese Station, die hatte damals Sinn. So richtig Sinn hat sie jetzt auch nicht mehr. So. Gucken wir mal. Upsi. So, jetzt gucke ich nochmal, wie es hier aussieht mit dem Gras. Aber hier sind natürlich noch eine Menge Platten. Die können wir noch eben wegholen. Habe ich ganz vergessen, ne? Fällt mir gerade wieder ein. Na gut, dann hole ich jetzt die Platten noch eben, aber das machen wir dann, wie gesagt, in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Wir sehen uns, wie immer, in der nächsten Folge. Bleibt sauber, euer Raki. Tschüss!